Hallihallo, liebe Gothic-Freunde, schön, dass ihr hier seid. Nach Gothic 1 habe ich nun auch endlich Gothic 2 in der heute standardmäßig erhältlichen Gold-Version zum allerersten Mal beendet. Gothic 2 ist das Spiel, von dem viele Menschen in der Gothic-Community sagen, dass es das Beste überhaupt sei. Es ist gewissermaßen der heilige Gral des deutschen Entwicklerstudios Piranha Bytes. Ob seine göttliche Strahlkraft auch mich verzaubert hat oder ob Gothic 1 für mich das bessere Spiel ist, dies und vieles mehr möchte ich euch in den nächsten Minuten verraten. Viel Spaß! Ich kam ohne Umschweife von Gothic 1 zu Gothic 2. Und wenn man ohne Pause von dem einen in das andere Gothic rutscht, fallen einige Sachen zu Spielbeginn unweigerlich ins Auge. Am offensichtlichsten ist, dass das Ende von Gothic 1 nicht fortgeführt wird. Das war episch, man hat dort den vielbeinigen Schläferwirt zurück in sein funkelndes Loch geprügelt und ist dann erhobenen Hauptes von dannen gezogen. Man war eben ein richtiger Siegertyp. Hier liegt man nun aber wie ein Wurm unter Stein und wartet hilflos darauf, gerettet zu werden. Diesen Job übernimmt Xardas dann. Wie sich nun zeigt, leiden wir aufgrund des Steinschlags unter einer, tada, Amnesie. Er ist schwach und er hat vieles vergessen. Überraschung, ganz was Neues. Und nachdem man das erfahren hat, wird umgehend der zweite verwirrende Gang serviert. Xardas verrät zu viel. Sein letzter Befehl war, kommt. Und sie kamen, alle, sogar die Drachen. Drachen? Er redet unnötigerweise hier schon von Drachen, weil man auf Publisher-Seite wohl geglaubt hat, dass das Wissen um Drachen die Spieler bei der Stange halten könnte. Damit sind in Minute 1 des Spiels einfach mal die Endgegner gespoilert und die Andeutung der Drachen plus seine restlichen Sätze fassen die magere Haupthandlung, die wir dann 60 Stunden lang verfolgen werden, im Grunde in Gänze zusammen. Wir müssen das Auge Innos, ein Artefakt, besorgen, um dann mit dessen Hilfe die Drachen besiegen zu können. Soweit zum Hauptziel. Als ich Xardas Turm dann verlassen habe, war ich ein drittes Mal verwirrt. Hui, das sieht ja ganz schön friedlich aus hier, habe ich mir gedacht. Es hatte fast was von einer idyllischen Frühlingslandschaft. Satteres Grün, ein kleiner See samt Wasserfall, blauer Himmel. Das wirkte auf mich nach der ganzen Dauertristesse im Minental fast wie ein knautschiges Nintendo-Spiel. Leicht übertrieben, aber nachdem Gothic 1 ja der High Fantasy eine klare wie auch bewusste Absage erteilt hat, wirkte das auf mich nun so, als würde Gothic 2 zumindest mal kurz mit ihr kuscheln. Später treten dann ja auch noch passenderweise Ritter auf. Doch bevor die kam, musste ich erst einmal durch das Tutorial, das ja keins ist, zumindest kein richtiges, so wie in Gothic 1 eben auch. Die Erfolgsformel des beiläufigen Beibringens wurde schlauerweise vom Vorgänger übernommen. Ein Schaf nimmt die Rolle des ersten Schwerttraining-Dummies ein und anschließend kämpft man gegen, ja, Tierkinder, also junge Wölfe, junge Feldräuber, schwache Gegner, die im späteren Spielverlauf gar nicht mehr auftreten werden, und so lernt man die für diese Welt nötigen Handgriffe, ohne einer einzigen Textbox zu begegnen. Ich liebe das, ich finde, das ist immens geschmeidig gelöst, immer so weitermachen, bitte auch im Remake. Und man erlebt währenddessen auch schon was, ja, man schwingt nicht nur das Schwert, nein, man trifft auch gleich mal alte Bekannte, man landet auf einem wunderschönen Bauernhof, wo man Rüben pflückt und sich die Mühle dreht. Man ist von Schritt 1 an mitten im Spiel drin, etwas, was es heute viel zu selten gibt. Selbst Meilensteine wie Red Dead Redemption 2, das ich liebe, haben einen Leerlauf von mehreren Stunden am Anfang. Hier, bam, drin, super. Nach dem Tutorial landet man dann in der Stadt, die ebenso wie die Insel auch Corinnes heißt. Was sich nach Spielbeginn schon abgezeichnet hat, hat sich nun bestätigt. Gothic 2 möchte eigentlich wie Gothic 1 sein, nur polierter. Corinnes ist das Äquivalent zum alten Lager, also die erste größere Station, die man ansteuert, ein pompöser Ort, der Lust auf das Spiel machen soll. Auch hier gibt es jetzt einen Bereich, in den man erst hinein kann, wenn man gewisse Gefallen erledigt hat. Wie komme ich zum oberen Viertel? Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Du bist kein Bürger dieser Stadt. Du kannst dir den Weg sparen, die Wachen werden dich nicht einlassen. Der gesamte Bereich hinter dem inneren Stadttor ist tabu für dich. Und auch hier tritt man nun den ersten ausufernden Gesprächsmarathon an, um sich Wissen über die Welt und ihre Fraktion anzueignen. Was kannst du mir über die Miliz erzählen? Mich brauchst du das nicht zu fragen.
Bevor ich jetzt etwas zu den Dialogen sage, möchte ich noch auf einen pfiffigen Kniff der Piranha Bytes hinweisen. Wie ihr vielleicht wisst, spielt Gothic 2 gerade einmal 30 Tage nach dem ersten Teil. Es ist also auch auf dem Zeitstrahl dieser fiktiven Welt eine direkte Fortsetzung. Trotzdem liegen optisch Jahrhunderte zwischen beiden Spielen. Gothic 1 war, ja, Mittelalter, wie es typischerweise in der Popkultur dargestellt wird. Steinerne Burgen, keine Sonne, verranzte Gestalten. Die Welt hier und vor allem Corines Stadt muten eher früh neuzeitlich an. Es gibt also Straßenlaternen, es gibt gepflasterte Wege, eine große Galeere. Es wirkt wie eine komplett andere Epoche, ergibt so aber in der Lore Sinn, denn das Minental war eine Gefängniskolonie. Da erlebte eben diese alte, schon leerstehende Burg ihre Wiedergeburt und die Gefangenen mussten Hütten bauen mit dem Holz, das der umliegende Wald hergab. Und schwupps hatte man so einen klassischen mittelalterlichen Burgring, umgeben von einer Natur, die nach Sonne ächzt, diese aber aufgrund der Barriere nur eingeschränkt bekommt und so verwelkt. Das Setting von Gothic 2 dann ist auffallend anders, ohne aber unpassend zu wirken. Das ist sehr geschickt gelöst und gerade für Menschen wie mich, die gerade vom ersten Teil rüberkommen, ist das auch sehr schön, dann etwas Neues, Ungewohntes zu sehen. Jetzt aber zurück zu meinem Dialogmarathon. Auch hier gilt, dass die Stärken des Debütspiels konserviert wurden. Nach wie vor macht es Spaß, mit den unterschiedlichsten Bewohnern zu quatschen. Manche sind grob. Hey, du hast hier nichts zu suchen, klar? Andere lustig. Als Kräutersammler würdest du in die Stadt kommen. Was? Sehe ich etwa so aus, als würde ich im Wald Blümchen pflücken? Wieder andere einfach nur freundlich. Ich bin Hakon, der Waffenhändler. Kann ich etwas für dich tun? Und nur die wenigsten finden keinen Punkt. In aller Regel bekommt man das, was man wissen möchte, knackig serviert, in einer Sprache, die textlich wie klanglich überzeugen kann. Auch wenn Bodo Henkel aufgrund seiner markanten Stimme gegen Mitte des Spiels anfängt zu nerven. Was? 5 Goldstücke? Willst du mich ruinieren? Ich sag immer, eine Stadt ist nur so gut wie ihr Hafen. Die Inschriften und Wandmalereien lassen auf eine sehr alte Kultur schließen. Jetzt hör mal gut zu. Ich habe diesen Hof und das Land von meinem Vater geerbt. Es darf nicht in die Hände des Bösen fallen. Wie ich sehe, trägst du sie jetzt. Insgesamt gefallen mir die Dialoge hier sogar einen Ticken besser als im Vorgänger, da der Humor punktierter eingesetzt wird und dadurch weniger erzwungen anmutet, als er das teilweise in Gothic 1 tat. Mit jedem Dialog offenbart sich einem die Welt ein Stückchen mehr. Mit der Zeit kann man dann tief genug in sie hineinschauen, um sich ein Bild ihrer Verdorbenheit zu machen. Es ist im Grunde eine Welt, bei der man sich fragt, ob sie zu retten sich wirklich lohnt. Man muss sich das so vorstellen. Die Banditen, die aus der Barriere geflohen sind, machen das Umland unsicher. Im Hafenviertel der Stadt herrschen kriminelle Banden. Die Bauern im Umland toben den Aufstand, weil sie zu viele Abgaben an die Paladine verrichten müssen, die sich gegenwärtig aus unbekannten, höchstwahrscheinlich düsteren Gründen auf der Insel niedergelassen haben. Ach so, die Orks gibt's auch noch. Warum hast du es so eilig? Bald werden die Orks kommen und die Stadt niederbrennen. Heidewitzka, da möchte man nicht leben. Das Elend ist entmutigend, aber diese kleinen Konflikte sind es auch, die die Welt spannend machen. Diese kleinen, untergeordneten Storyfragmente haben mich lange bei der Stange gehalten. Etwas, was die Hauptgeschichte mit ihrer allumgreifenden Bedrohung nicht geschafft hat. Es war jetzt spannend, die vermissten Bürger zu suchen. Es war interessant, mehr über den anstehenden Bauernaufstand zu erfahren. Das immer lauter werdende Knistern war ein Hintergrundrauschen im Spielverlauf, das die Spannung allmählich gesteigert hat, wenn auch nicht bis zum Zerbersten, aber dazu später mehr. Die Welt ist also eine, die den Untergang verdient. Sie ist, auf Deutsch gesagt, im Arsch. Ich habe mir auch insgeheim gewünscht, dass die Dunkelheit sie verschlingt, aber als Videospieler möchte man sie trotzdem retten. Und damit das gelingt, sollte man sich einer der Fraktionen anschließen. Ich persönlich bin so ein Schisser, ich bin sehr konservativ und neige zum Nahkampf, wurde also Söldner, ich hätte aber auch Paladin oder Feuermagier werden können. Gerade letzteres nicht geworden zu sein, habe ich im Nachgang sehr bereut, aus folgendem Grund. Gothic 2 Die Nacht des Raben hat einen fordernden Schwierigkeitsgrad.
Im Gegensatz zu Gothic 1, wo ich wirklich jedem Menschen raten würde, es blind zu spielen, ohne sich vorher zu spoilern, ohne sich Tipps im Internet zu ziehen, würde ich hier die Empfehlung abgeben, ja, Leute, macht euch im Vorfeld ruhig ein bisschen schlau. Ach komm, es gibt eigentlich nur eine Sache, auf die es ankommt, die verrate ich euch jetzt. Skillt in nur eine Richtung. Denn die Lernpunkte sind keine Dunkelpilze, die Lernpunkte sind hier wirklich knapp. Ich habe gewissenhaft geradlinig geskillt, wurde aber trotzdem immer mal wieder gefordert. Unfair wurde Gothic 2 aber nie. Der Schwierigkeitsgrad mag manchmal anstrengend sein, zum Beispiel wenn man in das Ork-geflutete Minental geht. Der Schwierigkeitsgrad bewirkt aber auch etwas Wunderbares. Er zwingt einen dazu, die Systeme des Spiels auszureizen und Dinge auszuprobieren, die man in anderen Rollenspielen immer ignoriert. Dinge wie Magie zum Beispiel. Ich bekam im Schwertkampf an gewissen Stellen oft auf die Nase und als ich dann an einer Stelle das 10. Mal gestorben bin, hab selbst ich kapiert, dass ich hier mit der Klinge in der Hand so nicht weiterkomme. Also habe ich mich schüchtern peu à peu an die Spruchrollen in meinem Inventar gewagt. Eine Brücke voller Banditen, Feuerregen. Und im Laufe des Spiels habe ich die magische Komponente von Gothic samt ihrer amüsanten wie abwechslungsreichen Spruchrollen lieben gelernt und liebend gerne wäre ich dann in der Lage gewesen, Runen zu benutzen, die den Feuermagiern vorbehalten sind. Meinen nächsten Durchgang, sollte es den einmal geben, werde ich definitiv als Magier bestreiten. Und vielleicht werde ich auch in anderen Spielen jetzt mal Magier, etwas, das in meinem bisherigen Leben niemals eine Option war. Danke für diese Horizonterweiterung, Gothic 2. Nachdem man sich einer Fraktion angeschlossen hat, aber auch davor schon, ist man in der Welt unterwegs, um zu erkunden und Missionen zu erledigen. Die Welt ist zwar größer als in Gothic 1, nach heutigen Maßstäben aber freilich überschaubar. Einige Spielezeitschriften würden das als Vorwurf formulieren. Für mich ist das im Zusammenspiel mit einem weiteren Kniff heute die größte Stärke von Gothic 2. Eine Stärke, die beim Aufzählen der Stärken von Gothic oft vergessen wird. Gothic, der zweite Teil noch mehr als der erste, beweist, wie gewinnend eine verhältnismäßig kleine Welt sein kann, wenn man sie in Bewegung hält, wie es hier durch ein Kapitelsystem passiert. Der große Vorteil daran ist für mich folgender. Die Bindung zur Welt oder besser zu Orten und Charakteren in der Welt wird gefestigt. Oft wird Gothic für seine Persönlichkeiten gelobt. Die seien authentisch, man erinnert sich nach dem Spielen an sie. Das stimmt beides. Aber dass man sich an sie erinnert, liegt nicht nur daran, dass sie glaubwürdig sind oder dass sie flotte Sprüche auf den Lippen haben. Machst du noch was anderes, außer zu rauchen? Zurzeit nicht. Mindestens genauso wichtig dafür, dass sie in Erinnerung bleiben, ist ihre ständige Wiederkehr im Spiel. Wenn man Gothic 2 durchgespielt hat, hat man, wenn man genau spielt, mit beinahe jeder Person, die in dieser Welt einen Namen trägt, auch gesprochen. Nicht nur einmal, sondern selbst mit irgendwelchen Nebenfiguren dreimal, viermal, fünfmal. Irgendwann bleiben sie halt hängen, fast zwangsläufig. Das gleiche gilt für die Orte, die man ständig aufs Neue besucht. Das sind doch alles nur Gerüchte. Prinzipiell besteht hierbei jetzt die Gefahr, dass das Spielerlebnis träge wird. Niemand möchte immer nur dasselbe sehen. Das Kapitelsystem, welches hier deutlich ausgereifter ist als noch in Gothic 1, entschärft diese Falle aber erfolgreich. Im ersten Teil hatte ich am Ende das Gefühl, dass mir die Welt nichts mehr Neues bietet. Corinas in Gothic 2 wird mit jedem Kapitelwechsel ordentlich durchgeschüttelt und auf den Kopf gestellt. Neue Monster respawnen in den Wäldern. Irgendwann tauchen die Suchenden auf, markieren den Startpunkt einer sich allmählich bahnschlagenden Dunkelheit, was sich dann auch wiederum in Dialogen und Missionen auf der ganzen Insel niederschlägt. Es ist nicht mehr auszuhalten. Auf einmal sind überall diese schwarzen Kapuzenkerle aufgetaucht und haben sich an der Straße und auf meinem Hof postiert. Die Kapitelwechsel fungieren erfolgreich als Spielerfrischer. Immer wenn man denkt, oh, ja, so langsam könnte mal wieder was passieren, passiert auch irgendwas. Und das, was dann passiert, bewegt mich als Spieler wiederum auch, weil ich eben Bezug zu dem Ort habe, an dem etwas passiert. Wenn in Corines Stadt irgendein Trubel ist, dann ist mir das nicht egal. Schließlich war ich schon 100 Mal dort. Ich wünsche mir von Herzen ein modernes Spiel, das dieses System mal nutzt. Und ja, Gothic Remake, dich schaue ich an. Optisch ist die Welt ein Farbkasten.
Nicht alle Farben in dem Kasten sind grell, selbst das Minenteil taucht später auf und das düsterer als je zuvor. Aber dann gibt es auch als Gegensatz in Jarkenda eine tropische Gegend mit Sandstränden und Palmen. Da auch irgendwann Schnee ins Spiel kommt und es obendrein eine sandige Gegend gibt, kann man guten Gewissens sagen, dass beinahe alle Landschaftsarten und Klimazonen auftauchen. Das klingt beliebig, hat sich für mich beim Spielen jedoch nie so angefühlt. Unter anderem deshalb, weil Teile der Biome durch die Lore erklärt werden. So ist der Sumpf zum Beispiel das Resultat einer einst göttlich herbeigeführten Überschwemmung. Die Spielwelt kann sich auch 20 Jahre nach Release noch sehen lassen. Das ist doch nichts Neues. Untermalt wird der Spaß beim Durchqueren der Wüstengegenden von der fantastischen Soundkulisse. Die Soundeffekte sind hochwertig und immer passend. Okay, fast immer. Die Musik ist großartig, immer. Die Lieder in Gothic 1 waren für mich hintergründiger. Dort wurde die Stimmung sanft untermalt, also so an Spitzen, irgendwas Ausuferndes erinnere ich mich nicht und ich könnte heute keine Melodie mehr summen. In Gothic 2 hat sich der Musiker Kai Rosenkranz jetzt etwas weiter aus dem Fenster gelehnt, aber nicht so weit, dass er den Halt verloren hat. Aber immerhin 2 bis 3 Songs erringen jetzt schon mit dem ersten Ton die Aufmerksamkeit des Spielers. In ihrer Seltenheit fungieren sie dabei aber als Stimmungsanheizer. Der Grad hin zur Überladenheit ist ein sehr schmaler, wie ich persönlich finde, hier wird er aber nicht ansatzweise überschritten. Gothic 2 hat eine sehr motivierende Progression. Es macht auch hier Spaß, stärker zu werden und einst unschlagbar erscheinenden Wesen dann die Birne zu pürieren. Der befriedigende Gameplay-Loop funktioniert im Grunde so. Man schlawenzelt anfangs durch die Landschaft. Tierkinder und kleine, auch kampffreie Missionen wie das angesprochene Rübenpflücken werfen erste Erfahrungspunkte ab. Hier hast du deine Rüben. Du bist ja doch zu was zu gebrauchen. Von denen läffelt man sich zum Beispiel die Stärke auf, was irgendwann zwangsläufig in einer besseren Waffe mündet. Mit fabrikneuem Prügel ausgestattet, sucht man jetzt die Viecher auf, gegen die man vorher knapp verloren hat. Man weiß durch vorheriges Umherstreifen auch ungefähr, wo Tieren dieser Art sind. Nach ihrem Tod werfen die jetzt wieder XP ab, welche neuerlich Zugang zu frischen Waffen und dadurch härteren Gegnertypen verschaffen. That's it! So geht das 60 Stunden lang und es klappt und wird einfach nicht öde. Ich habe mir mal Gedanken darüber gemacht, was der Grund dafür sein könnte, dass es nicht öde wird. Denn am noch immer, ja, eher hakeligen Kampfsystem wird es nicht liegen. Hier mal mein Erklärungsansatz. Die Tiere in Gothic respawnen nicht. Es gibt natürlich die Kapitelwechsel, woraufhin sich neue Wesen in der Welt breit machen, aber einmal getötetes Getier ist passé. Von der Karte getilgt wie die DDR im Dirke Weltatlas 91. Das Wissen darum, dass das Tier, welches ich gerade auf den Boden schicke, danach von dieser überschaubaren, also auch beherrschbaren Map verschwunden ist, ist fantastisch. Da lacht mein Herz, da lacht das Sammlerherz. Das Töten eines Tieres fühlt sich an, als klebe man einen neuen Sticker ins Panini-Sammelalbum. Man ist sich im Blutrausch zumindest unterbewusst gewahr, dass es möglich ist, sie alle zu kriegen. Ähnlich wie bei den Ubisoft-Welten wird hier der in uns allen wohnende Jäger- und Sammlertrieb getriggert, nur viel, viel charmanter. Dieser Loop verliert auch nur wenig Fahrt und läuft bis zum Finale stabil und ohne größere Aussetzer. Aufgrund der Ortswechsel, des hohen Schwierigkeitsgrads und der größeren Auswirkung der Kapitelwechsel auf die Welt ist es nämlich nicht möglich, die Map schon in der Mitte des Spiels leergeräumt zu haben. Das ist mir ja in Gothic 1 passiert. Und damit wären wir eigentlich auch schon beim Pacing. Gothic 2 schickt einen ganz schön herum. Um zum Endboss zu kommen, muss man zuerst einmal 4 Drachen besiegen, die wild im Gelände verteilt sind. Um die Vermissten zu finden, muss man zuerst einmal 5 Steintafeln aus alten Ruinen fischen, die wild im Gelände verteilt sind. Das hat auf dem Papier
durchaus das Potenzial, einem so richtig auf den Wecker zu gehen. Auf dem Weg von A nach B allerdings greifen die erläuterten Stärken des Loops, wodurch eine Ermüdung ausbleibt. Bedeutet das jetzt, dass Gothic 2 am Ende noch so gut ist wie zu Beginn? Mitnichten. Der Gameplay-Loop liefert stoisch seine Qualitäten aus. Der Rest dagegen fängt im letzten Drittel an, langsam zu bröckeln. Mich persönlich beschlich beim Spielen das Gefühl, dass die Zeit den Piranha Bytes beim Entwickeln mit der Ork-Axt im Nacken saß. Nachdem Gothic 2 zu Beginn eine, ja, sprudelnde Leidenschaft ausstrahlt, wirkt es ab einem gewissen Punkt pragmatisch. In der Mitte des Spiels war ich begeistert vom Questdesign. Was konnte man an Erfahrungspunkten gewinnen mit Missionen, die nichts taten, als eine kleine Geschichte zu erzählen? Gerbrand, für dich, Herr Gerbrand, einen Brief von Diego zu überreichen, woraufhin der angsterfüllt von dannen zieht und man sich als Spieler fragt, was wohl auf dem Zettel stand, das war reizend, das war gut. Ich soll dir schöne Grüße von Diego bestellen. Was? Wer? Welcher Diego? Und ich soll dir diesen Brief geben. Das kann nicht sein. Nein, ich bin erledigt. Ist er in der Stadt? Wer? Diego, natürlich. Ja, ich wollte mich gleich mit ihm hier treffen. Dann ist es aus. Alles ist aus. Selbstverständlich gab es auch schon zu Anfang Fetch-Quests, aber die waren so beiläufig in das Gesamtkonstrukt eingewoben, dass sie mir nicht negativ aufgefallen sind. Im Minental später dann habe ich den Burghof betreten, in dem die von Orks belagerten Paladine feststeckten. Dort wurde ich nun in drei aufeinander folgenden Dialogen mit billigsten Fetch-Quests behelligt. Leider habe ich mein Schwert verloren, als ich durch die Orks geschlichen bin. Jetzt sitze ich hier fest. Ich weiß gar nicht, ohne Schwert komme ich hier nicht wieder weg. Und die Schwerter, die ich hier kaufen kann, sind der letzte Schrott. Was kriege ich, wenn ich dir ein gutes Schwert besorge? Was fehlt dir denn? Mein Geldbeutel, da waren meine ganzen Ersparnisse drin. Und jetzt ist er weg. Der findet sich schon wieder. Zu allem Übel habe ich auch noch mein Amulett verloren, das ich schon seit Jahren besitze. Ich werde wahnsinnig, wenn ich es nicht wiederfinde. Ich hätte das anders gemacht. Das markierte für mich einen spürbaren Bruch, dem auch nach und nach die aufgemachten Nebenschauplätze zum Opfer fielen. Bauernaufstand, Banditen im Umland. Wenn du nicht willst, dass ich dir die Fresse poliere, sollst du schleunigst ein paar Goldmünzen in meine Tasche wandern lassen. Alles Aufregende in der Lore versandete allmählich. Ein weiterer Punkt, der für die Zeitdrucktheorie spricht, ist Irdorath. Das optisch unterwältigende finale Gebiet, in dem man schlussendlich den Endkampf gegen einen uninspirierten Boss bestreitet. Auf dem Weg zu diesem Endboss bekämpft man die erwähnten vier Drachen. Aber erst, nachdem man mit ihnen gesprochen hat. Und die Lindwürmer sagen Sachen, die Lust auf den Finalgegner machen. Die Hauptgeschichte war mir zu dem Zeitpunkt längst egal. Der Grund dafür, dass ich auf der Zielgeraden noch einmal den Turbo gezündet habe, war meine Neugier darauf, wie der Schläfer wird, also der Finalgegner in Gothic 2 aussehen wird. Piranha Bytes kann Monster-Design und das Wesen in Gothic 1 konnte sich sehen lassen. Also, was sollte da schiefgehen? Naja, das vielleicht. Was weißt du denn schon von meinen Absichten? Der Endboss war einfach nur ein weiterer und damit der sechste Drache. Gesprochen von Bodo Henkel. Die ersten fünf waren schon öde. Ernüchterung, Leere. Also ist das Pacing im letzten Drittel jetzt schlecht? Nee, auch nicht. Irdorath mag hingerotzt wirken. Aber die Rätsel, die man dort lösen muss, sind schnell vorbei. Und ehe man sich versieht, steht man dem Drachen gegenüber. Es wurde zum Glück darauf verzichtet, oder man hatte keine Zeit mehr, die Spielzeit bewusst zu strecken. Auch in Irdorath hatte ich also niemals Langeweile. Kommen wir zum Fazit. Gothic 2 hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und das über 60 Stunden lang. Auf den ersten Blick schien es mir nur eine leicht modifizierte, freundlichere Version von Gothic 1 zu sein. Es war einen Ticken hübscher, das Inventar war ein bisschen übersichtlicher und die Steuerung sowie die Kämpfe gingen minimal geschmeidiger von der Hand. Man lügt auch nicht, wenn man sagt,
Die Abrissbirne durfte in der Garage bleiben. Stattdessen hat man bei den Piranha Bytes das Schmirgelpapier in die Hand genommen, um kleinere Macken zu glätten. Man wird Gothic 2 aber mit diesem Satz nicht ganz gerecht. Darüber hinaus wurde das Material nämlich auch noch ungemein verdichtet. Die Welt bietet mehr Geheimnisse, die Kapitelwechsel sind effizienter, die Umgebungen abwechslungsreicher. Kaum einen Schritt durch das Gehölz tut man hier umsonst. Gothic 1 hat einen um Welten besseren Spieleinstieg. Und das düstere Setting in der von einer Barriere umschlossenen Gefängniskolonie ist großartig und viel innovativer als die generische Fantasy-Welt in Gothic 2. Und auch die Story von Gothic 1 wischt mit der von Gothic 2 mal eben den Boden auf. Spiele sind aber keine Filme. Und so macht Gothic 2 aus genannten Gründen deutlich mehr Spaß als sein Vorgänger. Gothic 2 ist auch heute, im Jahre 2022, einfach mal ein gutes Computerspiel. Das sage ich als offener Zocker, der keine nostalgischen Gefühle für dieses Game hegt. Wenn ihr also auch offen seid und Gothic 2 noch nicht gespielt habt, dann husch husch, nicht ins Körbchen, sondern auf Steam, es lohnt sich. Und wenn ihr so richtig offen seid, so richtig richtig offen, wie eine Wohnungstür nach einer Hausdurchsuchung, dann fangt auch mit Teil 1 an. Wenn euch mein Content gefällt und ihr mich unterstützen wollt auf meinem langen Weg durch das Piranha Bytes Portfolio und Co. oder ihr einfach nur ein bisschen mehr Content wollt, dann könnt ihr das auf Patreon tun oder sehen. Alles weitere dazu in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, man sieht sich bald wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ciao.